Bayana! Sobald du nach den Sternen navigieren kannst, führen sie dich immer wieder nach Hause. Wenn du jetzt hier weiter tanzt, ne, das wird nix. Ich krieg schon mit Pflanzen alle Punkte zusammen. Zack und zack und zack. Geh weg, sonst gieße ich dich. Ja, zu spät, ne? Ich glaub es nicht. Hallo, Wally. Ich hab leider nichts. Ich habe keine weiß-rote Hortensie. Aber die sind da unten. Warte, Wolli. Die eine Minute habe ich jetzt auch noch Zeit. Die sind da unten, die weiß-roten Hortensien. Okay, hey, übernimm dich mit. Nee. Lass mich mal jetzt in Ruhe. Ne? Du bist doch sowas, oder? Du bist doch so eine weiß-rote Hortensie, sag ich doch. Aber bevor ich jetzt zu Wolli gehe, hier ist... Ey, das ist ein Witz, ne? Als ich die brauchte... Als das Gewitter war und als ich sie brauchte, waren sie nicht da. Ja. Und ich habe ihn gelevelt! Jetzt brauchen wir nicht mehr ernten. Aber ich werde mit Olaf ernten gehen. So, komm mal her, mein Freund. Kadett, auf unserer letzten Mission haben wir herausgefunden, nein, du hast mir sogar geholfen, mich daran zu erinnern, dass man als Held nicht nur Schurken bekämpfen muss. Hättest du Zeit, mich in dieser Hinsicht weiter zu unterstützen? Ich bin ganz Ohr. In unserer Nachbesprechung am Ende unserer letzten Mission hast du mir gesagt, dass ein Held zu sein bedeutet, sich um andere zu kümmern. Aber ich habe mich nicht sehr um Ursula gekümmert. Du musst die Dinge in Ordnung bringen. Ich weiß nur nicht wie. Ach nee, ich muss die Dinge in Ordnung bringen. Sag ich doch ich. Also ich. Also du und ich. Eine aufrichtige Entschuldigung kann viel bewirken. Was würdest du von jemand anderem erwarten? Du hast dich geirrt, Bass. Entschuldige dich einfach. Eine aufrichtige Entschuldigung kann viel bewirken. Ich habe geahnt, dass du das sagen würdest. Und du hast recht. Allerdings hatte ich gehofft, dass es einen weniger peinlichen Ausweg geben würde. Nun, ich weiß, was ich zu tun habe. Andrina, ich nehme nicht an, dass du mitkommst. Es wäre gut, etwas Unterstützung zu haben. Ja, komm, wir gehen dahin. Rein theoretisch, wenn wir das Haus nicht verlassen, das hätten wir jetzt mal nicht machen sollen, ne? Könnten wir die ja gleich mal... Ich hoffe, dass die jetzt irgendwas hat, was ich auf die Schnelle habe. Minzsorbet, blaues Sumpfmilchkraut, ach Menno. Ja, egal. Egal. Wo sind die denn? Muss ich die auch noch suchen hier? Da ist Bass.
Ich muss mal ein bisschen schneller laufen jetzt hier. Da. Uff, was jetzt los? Mit welcher schrecklichen Tat habe ich einen weiteren Besuch von dir verdient? Ich möchte mich entschuldigen. Wirklich? Nun, Schätzchen, ich bin ganz Ohr. Ursula, es tut mir leid. Ich hätte dir nicht unterstellen sollen, dass du einen ruchlosen Plan verfolgst. Ich hoffe, wir können in Zukunft gute Nachbarn sein. Was die Entschuldigung angeht, sie war erbärmlich. Aber ich nehme an, das muss genügen. Jetzt ab mit dir. Du solltest nicht zu lange bleiben. Sie ist ja liebenswürdig wie immer, ne? Also kann man ja nicht anders sagen, ne? Ich bin froh, dass ich mich mit Ursula ausgesprochen habe. Andrina, diese Reise hat mich auf eine Idee gebracht. Wir sollten ein Star-Command-Akademie eröffnen, um andere Beschützer des Tals auszubilden. Egal, ob sie in der Vergangenheit Helden oder Schurken waren. Fangen wir mit 3 Rekruten an. Natürlich werden die Space Ranger Abzeichen brauchen. In der Tat, das kann deine nächste Mission sein. Du musst erst blaue Tinte herstellen, bevor du die Abzeichen fertigen kannst. Die Zutaten sind leicht zu beschaffen. Ich vertraue darauf, dass du damit keine Probleme haben wirst. Melde dich mit den Abzeichen bei mir, wenn du fertig bist. Ich überlege mir schon mal, wen wir rekrutieren sollten. Ah ja. Bleibt die jetzt da sitzen, die Ursula? Cool wäre das ja, ne? Muss das erstmal kochen, das Zeug. Gute Nacht, Friedhelm. Schlaf gut. Ihr müsst mir jetzt beim Kochen helfen, Leute. Orde Redivieux, keine Ahnung, wie der Kram heißt. Was brauche ich dafür? Minzsorbet. Warte mal. Was brauchte ich nochmal für das Minzsorbet? Warte, ich gehe hier ran. Wir haben Minzsorbet schon mal gemacht. Ich weiß es. Eine Nachspeise. Minzschokolade haben wir gemacht. Ich brauche Minzsorbet. Was war das noch? Warte mal, ich guck noch mal. Charaktere. Ich will das jetzt mit Ursula. Vielleicht kriegen wir die nämlich heute noch. Guckt mal, die ist nämlich nicht mehr so weit weg. Horst! Horst de Rivieux. Du Vray. Horst, wie Pferd. Basilikum oder Oregano? Also ich denke, ich brauche Slush-Eis fürs Minzsorbet und eine Minze, vermute ich mal, ne? Ich nehme mal ein Slush-Eis und eine Minze, oder? Das müsste doch Minzeis sein, oder nicht? Wird Ordevray ausgesprochen. Ordevray. Ja, Minze und Slush-Eis. Okay. Ordevre? So wird Ordevre geschrieben? Also ich hätte das jetzt ganz anders geschrieben, aber egal.
Dankeschön, Kai. Ja, kannst mal sehen, mein Franzenackisch ist echt übel. Eie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 
Wir haben keine mehr, ne? Oh, da hinten ist noch ein großer. Schön. Da sind auch noch zwei. Sehr schön. So, oh, warte mal, guck mal, die Schildi, die hatten wir noch nicht. Was kriegt die Schildi? Blaue, ne? Die hatten wir noch nicht. Die hatten wir nämlich noch nicht. Liebe! Fokus! Liebe, Liebe, Liebe! Okay. Ich glaube, wir müssen... Was haben wir an Sand geholt? 29. Das kriegen wir ja nicht damit. Ach, Mann, ey. Den hier ernst. So, ihr Kauten, ich bin weg. Um 3:30 muss die, ist die Nacht rum. Oh je. Liebe Sonja, schlaf gut. Und bis eventuell morgen. Ja, ich habe die Angelspots gesehen. Ich habe sie geflissentlich übersehen. Eidedaus, Eidedaus. Ach, du gibst mir ja nichts, ne? Ja, egal. So. Ich hoffe, dass das Glas herstellen reicht. Und der freie Tag morgen ist im Eimer. Das ist natürlich übel, liebe Sonja. Das ist natürlich übel. Ich hoffe, dass du dafür einen Ausgleich kriegst irgendwie, irgendwann. So. Jetzt machen wir halt so viel Glas, wie wir können. 10 reichen, ne? So. Leere Fläschchen. 3 brauchen wir. Ende des Monats eventuell, ja. Halt durch, halt durch, halt durch. So, und jetzt blaue Tinte. Blaue Tinte. Ja. Und jetzt die Space Ranger Abzeichen. 3 Stück. Wie gut, dass wir noch Stoff hatten, ne? Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt auch noch Baumwolle und den ganzen Kram da machen müssen. So, komm mal rein hier. In der Tür mehr stehen. Das ist nicht so gesund. Kriegt man Zug im Flur. Hab ich gehört. Ja. Erstaunlich, Kadett. Dieses Abzeichen der Space Rangers sehen schon sehr authentisch aus. Nun müssen wir noch entscheiden, wen wir für unseren Star Command Academy rekrutieren. Wir brauchen jemanden, der beweist, dass auch kleine heldenhaft sein können. Das ist selbstverständlich Remy. Außerdem kann er für alle kochen. Hoffentlich macht es ihm nichts aus, dass er für einige von uns Lufttee und Luftkekse zubereiten muss. Okay, wer sonst noch? Wir brauchen jemanden, der ein erfahrener Entdecker ist.
Das klingt für mich nach Vienna. Ich habe von ihren Reisen gehört. Sehr beeindruckend. Okay, wer sonst noch? Wir brauchen jemanden mit etwas Biss. Wie Scar. Er hat das alte Abzeichen schon so lange, dass er praktisch schon ein Space Ranger ist. Mir gefällt deine Denkweise, Andrina. Ja, mir auch. Ich wusste gar nicht, dass ich so gut denken kann. Nun, ich würde sagen, du bist bereit für deine erste Rekrutierungsmission. Andrina, viel Erfolg. Warum ich? Warum ich? Remi macht Bubu. Ach Gott, nee. Wo ist der Griesgram? Er kommt gerade runter, ne? Komm raus aus deinem Loch, du Griesegram. Egomane. Sei gegrüßt. Du schon wieder? Na prima. Was ist das? Noch ein Space Ranger Abzeichen? Warum bringst du mir eins, Andrina? Ich habe keine Lust, eine Sammlung anzulegen. Bass und ich möchten, dass du dich unserer neuen Space Ranger Akademie hier in Dreamlight Valley anschließt. Du weißt schon, da du und Bass schon so gute Freunde seid. Aha. Uff! Zum letzten Mal. Ich habe diesen mickrige Nervensäge nur geduldet, weil er ungenießbar ist. Warum willst du mich überhaupt in dieser kleinen Akademie haben? Ich vertraue darauf, dass Gutes in dir steckt. Jeder sollte eine zweite Chance erhalten. Wir brauchen jemanden, der etwas skrupellos ist. Ja, aber das ist ja nicht seine zweite Chance. Das ist ja seine 20. Chance. Wenn überhaupt. Ich vertraue darauf, dass Gutes in dir steckt. Oh, wie gastfreundlich von dir. Wenn du es nicht tust, um anderen zu helfen, dann tu es wenigstens für dich selbst. Du wirst dir den Respekt der anderen Dorfbewohner verdienen. Und es wird eine Menge zu essen geben. Nun, wenn du es so ausdrückst... Gut, Andrina, ich werde mich deinem kleinen Club anschließen. Du hast es geschafft. Hurra! Hi, Goofy! Oh, die Ente hat das Eichhörnchen gejagt. Warte mal, bevor wir da reinrennen, müssen wir mal gucken. Ach, Remi ist da, Treppe runter. Ha, siehste. Hi, Merlin! Und pass auf das Eichhörnchen auf! Deine Fantasie ist ein mächtiger... Wo ist er denn? Remi Matang! Aha. Ist er zu Hause? Ist er zu Hause? Da. Komm mal hierher, hier, mein Freund, so. Hallo! Hey, Andrina, was kann ich heute für dich tun? Hast du eine Sonderbestellung? Bass und ich würden dich gerne für unsere neuen Star Command Akademie rekrutieren. Denk nur an all die Rezepte, die du dir ausdenken könntest. Oh. Stimmt, ich kann für jeden Seminar eine neue Nachspeise kreieren. Was für eine Herausforderung. Aber sind die Space Rangers nicht große, starke Helden? Ich bin mir nicht sicher, ob ich für Star Command der Richtige bin. Auf die Größe kommt es nicht an. Klar, du kannst das sagen, Andrina. Aber ich sage dir, es macht das Leben viel einfacher, wenn du die obersten Regale erreichen kannst. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und du hast recht. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, mich an einigen Aktivitäten des Dorfes zu beteiligen. Diese Gelegenheit ist zu gut, um sie verstreichen zu lassen. Ich bin dabei. Hoffentlich sehen wir uns bald. Mach's gut, tschüss. So, und wo ist sie jetzt da, Vienna? Zu Hause, okay. Und da, nein, komm hier lang. Ja, du gehst da perfekt lang, da gehst du gut lang.